Neben den impliziten Typumwandlungen gibt es aber auch noch explizite Typumwandlungen. Da muss der Programmierer explizit sagen, dass Werte von einem Wertebereich in einen anderen Wertebereich überführt werden. Das ist der sogenannte Typecast-Operator. Dieser Typecast-Operator sieht so aus, dass dort steht, runde Klammer auf, dann der Typ, in den gewandelt werden soll, und runde Klammer zu. Beispiel, ich habe eine Gleitkommazahl vom Typ Double, D, Double, und initialisiere sie mit dem Wert 7,99. Jetzt möchte ich diese Zahl in eine Integerzahl umwandeln. Da muss ich dies explizit tun, weil implizit die Umwandlung ja nur in der anderen Reihenfolge, nämlich von Int nach Double, möglich ist. Also benutze ich diesen Typecast. Ich wandle D vom Typ Double, ist ein Ausdruck vom Typ Double, um in einen Integer-Wert. Klammer auf, Klammer zu und schreibe Inter rein. Und kann dann hier die entsprechende Initialisierung von I vornehmen. Was passiert hier? Ja, hier werden die Nachkommastellen abgeschnitten. Das heißt, nach dieser Anweisung ist in I der Wert, der Dezimalwert 7, gespeichert. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Ich speichere in der variablen Zahl vom Typ Int den Wert 33.000. Mache jetzt einen Typecast von Int nach Short. Da gibt es jedoch, oder kann es zu Problemen kommen. Man muss also bei solchen Operationen auch aufpassen. Denn 33.000 liegt nicht im Wertebereich vom Datentyp Short. Ich kann diese Operation aber durchführen. Was dabei passiert ist, dass intern die oberen Bits abgeschnitten werden. Und in der Tat ergibt sich hiermit, dass in S nach dieser Operation der Wert minus 32.536 gespeichert ist. Das heißt, bei expliziten Typecasts gehen im Allgemeinen Informationen verloren, wie hier die Nachkommastellen und hier die oberen Bits, was dann zu merkwürdigen Ergebnissen führen kann. Darauf hinweisen möchte ich auch noch, dass nicht alle expliziten Typumwandlungen überhaupt erlaubt sind. So kann ich nicht Folgendes hinschreiben, int wahr gleich int von true. Das heißt, boolsche Werte lassen sich nicht überführen in Integer-Werte. Da meckert schon der Compiler.